Gute zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Retrokrempel. Leute, ich melde mich mal wieder bei euch zurück und ich habe einige coole Neuzugänge, die ich euch gerne zeigen will und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Wir fangen heute klein an und zwar mit einer Tüte Power Ranger Tattoos. Und zwar sind hier 8 Leuchttattoos drin, Glow in the Dark. Kenne ich so auch noch nicht. Power Ranger Tattoos hatte ich jetzt in der Kindheit, meine ich nicht. Es kann auch mal sein, dass ich mal so eine Tüte hatte und habe es nicht mehr auf dem Schirm. Das kann natürlich auch mal durchaus sein. Allerdings, ja, wie gesagt, müsste ich die Tattoos sehen, wie die aussehen. Ich kann es leider durch die Tüte nicht erkennen, aber ja, Tüte ist auch noch zu, deswegen bleibt sie leider auch zu. Gab es für richtig kleines Geld bei eBay, habe ich mal zugeschlagen. Für die Sammlung, warum nicht? Wir steigern uns etwas von der Größe und zwar haben wir hier ein kleines, ja, ausgedrucktes Bild von Cowboy von den Silverhawks, unterschrieben von dem damaligen Synchronsprecher, von dem englischen Synchronsprecher. Habe ich auch für richtig kleines Geld bei eBay ersteigert. Da, ja, hoffe ich einfach, dass das Autogramm echt ist. Bei Autogrammen bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Es ist jetzt keine Weltberühmtheit oder irgendwie sowas, aber ich meine, selbst kleine Autogramme kann man fälschen, weil die kann man ja noch weniger nachvollziehen als irgendwie ein berühmtes Wrestling-Autogramm oder sowas, wo es vielleicht von 100 oder Tausende von noch existieren. Die kann man so ein bisschen miteinander vergleichen. Ja, ich bin da eigentlich eher so der Freund von, wenn man da irgendwie noch einen Beweis dazu hat, wo man das, wann man das bekommen hat, mit einem Foto von dem Schauspieler oder von dem Synchronsprecher. Und ja, für die Silverhawk-Sammlung was Kleines, Nettes, wie gesagt, was war nicht teuer. Und der Glaube daran, dass das Autogramm echt ist, ja, ist es für mich in Ordnung, in der Sammlung zu haben. Ich habe auch ein Autogramm von dem Synchronsprecher von Line O, von der amerikanischen Synchro. Das habe ich damals schon gekauft. Da war, glaube ich, noch nicht irgendwie der Ansatz, sowas zu fälschen, weil damals waren die Thundercats noch nicht so hoch im Kurs. Und ja, die Silverhawks, zumindest die Figuren steigen ja als weiter. Deswegen hoffe ich, dass das ein echtes Autogramm von dem Cowboy ist. So Leute, jetzt ist mal wieder VHS-Zeit angesagt und ihr seht, bam, ein ganzer Stapel VHS-Kassetten, alles aus der letzten Zeit zusammenbekommen. Wir fangen mal oben an, obwohl man schon eine Kassette erkennen kann. Ich schieb's mal ein bisschen zur Seite. Und zwar haben wir hier eine kleine Super Mario Bros. 3 Video Collection, eine kleine Sammelcollection von verschiedenen Serien, also von verschiedenen Episoden. Da ist auf Volume 1 sind 3, auf Volume 2 sind 3, auf Volume 3 sind 4 und auf Volume 4 sind 3 Episoden jeweils. Das Ganze von Video Visa, das ist aus Spanien. Deswegen werde ich jetzt es mal nicht wagen, die Titel vorzulesen, weil ich kann es eh nur falsch machen. Und ich habe das bei Kleinanzeigen gesehen, fand es erst ganz interessant. Habe dann erst, nachdem wir den Deal dann abgewickelt hatten, gesehen, dass es sich um eine spanische Produktion handelt. Fand es aber so ganz schön. Von weitem Super Mario Bros. 3 ist ja zu erkennen. Und was ich noch ganz cool finde, das ist halt ein Schuber. Und hier sind nochmal die Videokassetten farblich markiert. Also oben steht dann nochmal Volume 3 und die Bezeichnung drauf. Ich glaube, es sind sogar nochmal die Episoden drauf. Sieht nicht so aus, als wären die Episoden nochmal abgebildet. Weil auf der 3 wären ja mehrere drauf. Aber nichtsdestotrotz, schönes Teil für die Mario-Sammlung. Hier auch noch ein kleiner Holo-Sticker von der Video Visa Firma. Leider ist hier oben mit Kugelschreiber eine 79 rauf gemalt. Ich hoffe, dass es nicht 79 Euro sind, weil das wäre natürlich deutlich zu viel gewesen. Ich habe da deutlich weniger bezahlt für. Aber ja, was Schönes, Skurriles für die Mario-Sammlung und etwas, was ich auch noch nicht vorher kannte. Und ich mag ja so Sachen, die mich da so ansprechen, wenn ich die noch nie vorher gesehen habe. Auch so ein bisschen Special Editions oder Verpackungen sind, wie jetzt hier bei den Videokassetten. Vielleicht lege ich mal eine ein und gucke mir so einfach mal an, wie es sich auf Spanisch anhört. Vielleicht ist ja noch irgendwie Werbung oder sowas mit drin, was ja in Deutschland leider manchmal so ein bisschen vernachlässigt worden ist. Aber ganz cool, die Super Mario Bros. Edition. Ich stelle das jetzt einfach mal hier zur Seite. Dann was Besonderes und zwar eine Captain
Planet VHS-Kassette aus Amerika, sealed. Ganz besonders gefreut hat mich das, dass es halt Hero for Earth, das ist, wird wahrscheinlich die erste Episode sein, das steht jetzt nicht drauf, Volume 1, vielleicht ist es auch ein Film, wie lange ist da die Spieldauer? 24 Minuten, ja, es wird eine Episode sein. Und ja, ganz schön mit dieser, ich mag ja diese Pappschuber-Verpackung von den VHS-Kassetten, weil die einfach nicht so viel Platz wegnehmen. Die sind halt ringsrum bedruckt. Das finde ich halt persönlich auch ganz schön. Bei den Plastik-VHS-Kassetten hast du ja praktisch drei Seiten, die nicht bedruckt sind. Und ich mag dieses Format einfach. Und ja, schöner Fund aus Amerika, Captain Planet als VHS-Kassette. Dann hat mich besonders gefreut, einen Film umsonst bekommen zu haben, und zwar Joystick Heroes. Joystick Heroes mit dem Darsteller von Wunderbare Jahre, ein Videospiel-basierter Film. Er ist erst 6 Jahre alt und schon der absolute Computerspiel-Crack. Er haut ab nach Los Angeles, um bei der Endausscheidung des Nintendo-Finales mitzumachen. Verfolgt von einem Kopfgeldjäger und seinen Eltern schafft es Jimmy Luke Edwards, also der Darsteller von Wunderbare Jahre, in letzter Minute dort mitzumischen. Nichts ist dem Einstein-Knirps kompliziert genug. Von Shoot'em Up and Beat'em Up über Jump'n'Run zu Adventure oder Point-and-Click mit Levels von höchstem Schwierigkeitsgrad. Der Top-Highscore erreicht der Ausreißer immer, doch jetzt muss Jimmy ein Spiel gewinnen, das bislang unter Geheimverschluss lag. Sein Gegner ist ein hinterhältiger Zocker, der den interaktiven Wahnsinn verdammt gut beherrscht. Ja, coole Story, habe ich noch nie gesehen. Ich habe ein Exemplar Joystick Heroes in einer etwas größeren Verpackung. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das eine originale oder so eine Art Bootleg ist. Und die sieht mir auf jeden Fall ein bisschen originaler aus. Nicht leicht zu finden, wenn man die sucht. Und eine Frau hatte die verschenkt gegen Porto. Also habe ich das Porto bezahlt, wenn man das so ein bisschen ernster möchte. Und hier habe ich noch Bobo-Bobos, die Froschkönigin. Kenne ich nicht, ist aber auch alt. Ich meine 1998. Habe ich so vorher noch nie so wirklich gesehen. Und dabei war noch SOS Kroko. Das habe ich schon mal gesehen. Ich dachte, das wäre so Anfang der 90er. Ich hatte aber geschaut im Internet. Ich meine, es wäre auch so Mitte, Ende der 90er eine Zeichentrickserie. Ja, die drei gab es für Porto. Günstigstes Porto, was man bezahlen konnte. Und dementsprechend sehr cool, dass der Joystick Heroes bei mir nochmal in der schönen Version in der Sammlung steht. Was ich jetzt mit den anderen zwei mache, weiß ich nicht. Wenn die jemand möchte, kann er sich gerne melden. Aber ansonsten kommen die mit auf die Toyplosion. Apropos Toyplosion. Ja, die Toyplosion findet am 14. und 15. September in Castrop-Rauxel statt, 2024, also dieses Jahr. Kommt auf jeden Fall da vorbei. Wenn ihr noch Karten, ich meine, es gibt auch einen Tagesschalter, informiert euch da im Internet, Facebook, Instagram. Es gibt auf jeden Fall genug Informationen, was die Toyplosion angeht. Und ja, ich werde dort 2 Tage verkaufen, werde meinen Geburtstag dort feiern und da freue ich mich tierisch drauf, die ganzen Verrückten wieder zu sehen. Gerade die man auch schon ja auf der letzten Toyplosion sozusagen das letzte Mal gesehen hat und dann dieses Jahr die ganzen Leute wieder sieht. Leute, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, jetzt machen wir einfach mal weiter mit Transformers. Transformer, was haben wir hier? Der erste Teil. Die Wiedergeburt Teil 1, hinten auch schön mit nochmal einem gezeichneten Bild von, ist das Galvatron? Müsste Galvatron sein. Ja, Galvatron. Früher war es Megatron, der ist dann wiedergeboren worden zu Galvatron. Und vorne auch einem sehr coolen Bild. Das Besondere an der Kassette ist nicht nur, dass sie oben ziemlich schmutzig ist, die muss ich auf jeden Fall mal sauber machen. Und zwar ist die Kassette noch sealed. Und zwar eine Version, die ich so auch noch nicht kannte, dass die
dass die Kassette an sich sealed ist, aber die Verpackung halt nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob auf der Verpackung damals noch ein Siegel drauf war oder ob die auch nochmal eingeschweißt war extra. Das kann ich so leider nicht sagen. Ich habe mir nur bestätigen lassen, dass das früher halt üblich war, dass die Kassetten halt auch eingeschweißt waren. Macht für mich halt auch Sinn, wenn die so ein bisschen, ja, so ein bisschen luftig, sage ich mal, noch abgeschlossen sind. Und ja, ganz cool, gab es bei eBay für einen auch niedrigen Kurs. Da hatte ich aber gehofft, dass die Hülle, die ist halt auch an manchen Stellen gebrochen. Aber mir ging es eigentlich hauptsächlich darum, dass die Kassette noch verschlossen ist. Hatte ich so noch nicht in der Sammlung drin. Und da hat sich das für mich dann gelohnt. So, bevor wir zu der grünen Kassette kommen, denke ich mal, die meisten werden schon wissen, was es ist. Wrestling. Kommen wir zu Wrestling. Und zwar haben wir hier WWF 1992, The Year im Review. Wer hat wem was angetan? Und ja, auch ziemlich coole Videokassette gab es zum Startpreis. Der niedrigste Startpreis, den man bei eBay bezahlen kann. Hatte ich noch nicht in der Sammlung, fand ich ganz schön. Leider, innen drin nichts noch als extra. Wer den Ultimate Player verfolgt, der weiß, dass in solchen Kassetten auch manchmal Flyer drin sind. Irgendwie ein Kalender, Aufkleber oder sowas. Und hier leider nichts mehr drin, wie bei den meisten geöffneten Kassetten natürlich. Aber richtig cool. Schöne Charaktere vorne drauf. Jetzt kriege ich die Kassette nicht mehr zu. Was ist denn jetzt hier los? Irgendwo hakt es ein bisschen. So, jetzt müsste es gehen. Ja, schöne Charaktere vorne drauf. Und ich bin mal gespannt. Ich werde sie mir mal in den Videorekorder einlegen. So Leute, mein VHS-Highlight und eine lange Suche hat endlich ein Ende. Und zwar habe ich Turtles, Teenage Mutant Hero Turtles, 4 Turtles und ein Baby. Das ist die Kassette 17. Und ich habe nun alle 25 Kassetten zusammen, wo ich mich jetzt mega drüber gefreut habe. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit, die zusammenzusuchen. So bis 10, 13, 14. Die Kassetten findet man eigentlich recht häufig und auch recht umfangreich bei eBay, bei Kleinanzeigen, in irgendwelchen Gruppen oder sowas. Und die war wirklich eine harte Nuss. Die habe ich ertauscht. Und zwar bin ich bei Kleinanzeigen angeschrieben worden. Hey, du suchst doch die Kassette. Ich hätte sie. Hast du vielleicht was zum... Also, die Dame würde sie vertauschen. Ich habe dann aber... momentan, ich bin halt da nicht so dafür, so viel Geld für eine Videokassette auszugeben. Und da habe ich dann halt gefragt, ob wir vielleicht einen kleinen Tauschdeal machen können. Und da hatte sie tatsächlich 2 Kassetten bei mir gefunden. Eine hat sie mir abgekauft. Das war einmal Goofy und Max. Ich glaube, High Alarm hieß die Folge. Und eine andere Turtles-Nummer, die etwas höher war, die habe ich dann gegen diese getauscht. War mir aber recht, weil für diese höhere Nummer habe ich jetzt auch nicht viel Geld bezahlt. Und ich wollte jetzt einfach die Kassette in den Händen halten und ich habe mich halt jetzt einfach darüber gefreut. Und ja, ich werde mal ein kleines Special machen, weil die Cover weiß auch nicht jeder, wie zum Beispiel das Cover von den Kassetten aussieht. Und möchte da auch noch ein paar besondere Sachen zu diesem VHS-Thema gerne euch noch zeigen. Da kommt aber eine extra Folge. Ich hoffe, dass ich nochmal Zeit bekomme wie heute, dass ich da endlich mal wieder was drehen kann. Hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Ja, Turtles Nummer 17, 4 Turtles und ein Baby. Kommen wir mal zum neuesten Neuzugang und wir bleiben bei Wrestling. Hier habe ich ein wunderbares Dunkin' Bubblegum Display vom guten Andreas bekommen. Gruß an dich, geiler Typ. Das haben wir vertauscht und er hat von mir den schon lang gesuchten Shredder Mantel und Gürtel bekommen, den ich schon wirklich lange bei mir liegen hatte. Da Entschuldigung, dass das wirklich so lange gedauert hat. Und ja, er hatte das angeboten bei uns in der Gruppe. Ich habe gleich gesehen, oh, ein Display, bin ich ja großer Freund von. Und da habe ich gleich zugeschlagen. Er hat den Shredder-Mantel dafür bekommen
und ich finde es einfach nur mega geil. Hier unten steht auch nochmal, was in diesen wunderbaren Kaugummis enthalten ist, in verschiedenen Sprachen für Deutschland, Österreich. Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kaumasse, Stabilisator, Glycerid, E422, künstliches Aroma, Farbstoff, E131, Antioxidationsmittel, BHAE 320. Also nur natürliche Zutaten und ein paar Klebebilder sind dabei. Es müssten, glaube ich, so um die 45 bis 50 Bilder dabei gewesen sein. Ich habe auch nicht gedacht, dass das Display so groß ist. Ich habe damit gerechnet wie so ein kleines Sticker-Display. Und ja, geiles Teil. Leider fehlt der Deckel. Das ist so ein kleines Manko. Da kommt aber eine Sammlerschutzhülle drum und dann wird es so ins Regal gestellt. Finde ich dann auch ziemlich geil. Ich bin noch am Überlegen, ob ich halt Razer und Zuna oder ob ich halt Hulk Hogan und Mr. Perfect nehme. Ich denke aber, ja, wird sich vielleicht mal ändern. Hier auch nochmal Bret Hart mit, müsste das, ja, mit Million Dollar Teddy Biasi. Ah, ich bin da mit den Namen nicht so gut. Ja, der gute Mate, der könnte da wahrscheinlich jetzt jedes Match und jeden Ausgang mir noch erzählen. Da bin ich nicht so tief im Thema. Aber trotzdem, richtig geiles Teil. Nochmal vielen Dank an den Andreas. Geiler Typ. Jetzt haben wir mal wieder was Besonderes für die Sectorus-Sammlung. Und zwar haben wir hier ein Talking Storybook mit Kassette. Richtig geil. Leider hier auch wieder keine Hülle für die Kassette dabei. Auch cool wäre gewesen, wenn sie zum Beispiel noch einen extra Flyer oder Sticker dazugelegt hätten, dass man sich sozusagen die Kassette selber gestalten kann. Oder halt sich einfach nur eine Kassettenhülle besorgen müsste. Und das wäre natürlich dann auch cool gewesen. Ja, das Ganze ist auch noch sealed, kam aus Amerika. Und ja, ist einmal hier Invasion of Skull Island oder Skull Island. Ich bin mir nicht sicher, ich habe auch ein Sectorus-Buch, ob das das gleiche ist, aber ich meine, die Kassette wäre eine andere oder zumindest die Farbe oder die Gestaltung wäre eine andere. Ich blende euch dann vielleicht mal ein Bild ein, wo beide nebeneinander liegen. Sehr cool, Sectorus, das Talking Storybook. Ja, dann gab es ein paar Trinkgläser aus Frankreich und zwar haben wir hier einmal eins von Ghostbusters. Nicht The Real Ghostbusters, sondern von der Filmation Ghostbuster Serie. Bin ich jetzt nicht so der größte Fan von, aber das Glas gab es zum guten Preis. Das wird mit auf die Toyplosion kommen, das werde ich dort verkaufen. Falls jemand so ein anderes Glas zum Tauschen hat, falls jemand was zum Tauschen hat generell, kann er da gerne auch zu mir kommen. Vielleicht können wir da auch einen coolen Tauschdeal machen. Ansonsten geht es in den Verkauf. Dann haben wir 4 Gläser von den Galaxy Rangern. Eins ist doppelt, eins geht dann auch wieder, muss ich gucken, welcher Zustand mir mehr zusagt. Dann geht dann das andere dementsprechend mit auf die Börse und wird dann dort verkauft oder halt vertauscht. Ja, hier seht ihr nochmal die Bilder oder beziehungsweise ich werde euch nochmal eine kleine Nahaufnahme machen, wie die Gläser im Ganzmotiv aussehen, sind noch in einem schönen Zustand. Klar, sie sind jetzt nicht mehr mintig, aber sie sind auf jeden Fall noch in einem sehr, sehr schönen Zustand. Und auch interessant ist, wenn man sich die so anguckt, wie die Farben von der anderen Seite aussehen. Also es ist nicht immer die Farbe oben als erstes drauf gedruckt worden, die man sieht, sondern es sind dann über mehrere Schichten. Wahrscheinlich ist blau so eine Grundfarbe, blau, rot. Und die sind dann immer weiter überdruckt worden. Ja, coole Gläser, kleiner Preis von eBay Frankreich. Beim Stöbern, ich habe eigentlich was anderes gesucht, beim Stöbern wieder entdeckt, musste ich dann wieder haben. So Leute, bevor ich zu meinem Highlight komme, hier ebenfalls ein Highlight aus meiner Kindheit. Und zwar Lego Ice Planet Sets. Lego Ice Planet hatte ich tatsächlich keine eigenen Sets. Ich habe damals bei meinem besten Grundschulfreund, habe ich gerne damit gespielt. Der hatte da richtig viele Sachen, gerade von Space hatte der sehr, sehr viel. Grüße an den Timo, falls er das sehen sollte. Und ja, ich habe mir jetzt für kleines Geld bei Kleinanzeigen auch die OVPs jetzt langsam, fange ich jetzt an, mir so ein paar Lego-OVPs zusammenzusuchen. In der nächsten Folge zeige ich euch noch ein paar andere OVPs, die ich jetzt zusammenbekommen habe. Aber hier zwei kleine Sets, einmal die 6814 und die 6879. Einmal ein kleiner, ja,
ja, so ein kleiner, was ist das? So eine Art Jetski, ja, so eine Art Schlitten, würde ich jetzt mal sagen. Hier sieht es so aus, als würde er halt auch fliegen können. Er hat sowohl Flügel als auch diese Skier, die fand ich halt immer damals richtig geil. Ist einfach eine geile Farbkombi, diese Schwarz-Weiß und dieses Trans-Neon. Mega, mega geil. Richtig cool. Und was auch richtig geil ist, was mir einfach sehr gut gefällt und das, glaube ich, auch super viele Kinder damals hatten, ist dieses kleine Fahrzeug. Das sind so typische Dinger, die man im Supermarkt mitbekommen hat, die an der Kasse lagen und in der Nähe von der Kasse aufgebaut waren. Und ich liebe solche kleinen Sets und die sind noch wirklich bezahlbar. Andere Sets sind wirklich unbezahlbar, was Ritter oder Piraten angeht, die wirklich alten Sachen. Da hat man wirklich Schwierigkeiten, die jetzt zu bekommen. Die Sets sind auch komplett mit Steinen, mit Anleitung und die gab es zu einem echt super Preis als Set. Und ja, da freue ich mich, einen Teil der neu angeschafften Lego-Sammlung wieder erweitern zu können. So Leute, ein bisschen Akku haben wir noch. Das Beste kommt zum Schluss und zwar dieser wunderschöne Wrestling-Ring. Unglaublich geiles Teil. Habe ich nicht entdeckt bei Facebook, sondern der geile Peter, Pitendo, Gruß an dich, richtig geiler Typ. Der hat ein paar Leute von uns aus der Gruppe drauf verlinkt und ich war... Für die anderen, sorry, aber ich war leider der Schnellste. Und hier haben wir einen richtig geilen Wrestling-Ring von damals mit den 8 Soundeffekten. Da werde ich auch nochmal euch Bildmaterial nachliefern oder halt jetzt hier einblenden. Richtig cool. Ich liebe ja das teilweise fotografierte, teilweise gezeichnete Artwork von dem Ganzen. Hier unten, ich habe ja den Original-Wrestling-Ring. Kann ich euch leider nicht jetzt im Detail zeigen, weil der leider super eingebaut ist. Aber ich würde sagen, er ist ungefähr so auf der Höhe, ist er zu Ende. Und hier unten drunter ist halt dieses Soundmodul noch drin. Der Ring an sich ist unbenutzt. Die Aufkleber sind noch nicht drauf, die Ringseile. Vielleicht war er mal so halbwegs aufgebaut. Ich weiß auch nicht, warum er offen ist. Ob man nur das Soundmodul testen wollte, ob sich die Siegel gelöst haben oder so. Das kann ich euch nicht sagen. Wenn man unten guckt, sind die Siegel eigentlich, die sind noch drauf, also die sind nicht abgerissen worden. Bis auf hier, diesen kleinen Abriss, ist die Verpackung auch in einem echt Top-Zustand. Die Farben sind einfach nur genial. Und ja, die Sprache ist einmal, ich würde sagen, Spanisch und einmal amerikanisch, Englisch. Aber das Besondere zeige ich euch im Detail hier oben. Der einzige Nachweis, dass es auch in Deutschland verkauft worden ist, der grüne Punkt. Sau cool. Richtig geiles Ding. Detailbilder blende ich euch jetzt nochmal ein und würde sagen, das ist einfach nur einer meiner Highlights dieses Jahr, was Actionfiguren angeht. Ein wunderschöner Ring. Den gibt es ja auch nochmal in der gelben Variante, in dieser Royal Rumble Variante müsste das sein. Den normalen Ring habe ich schon. Ich glaube, es gibt noch mal eine andere Farbvariante. Ich will jetzt nicht jeden sammeln. Es hat einfach für mich gepasst, dass der Ring einerseits unbenutzt ist und ja, einfach nur in einem wunderschönen Zustand ist. Fand ich einfach nur sau cool. Und ja, danke Peter fürs Verlinken. Du hast mir mal wieder ein bisschen Geld aus der Tasche gezogen, obwohl ich das gar nicht wollte. Aber da konnte ich jetzt einfach nicht Nein sagen, weil zu so einem Ring in dieser Unbenutztheit, sage ich mal, und mit Verpackung, in dieser wunderschönen Verpackung, findet man den auf jeden Fall nicht unter den Preis, den ich bezahlt habe. Und ja, lieber haben als brauchen. So Leute, ich lasse den Ring jetzt einfach mal hier stehen. Sieht ja schon richtig nice aus und so als kleine Deko. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Endlich mal wieder zurück zu sein, hat mir auch ja mal wieder gut getan, wenn man halt die Zeit dafür findet. Heute war die perfekte Gelegenheit. Leute, ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Retrokrempel und ich hoffe, es ist noch vor der Toyplosion. Falls nicht, sehen wir uns hoffentlich auf der Toyplosion, 14. 15. September 2024. Ich wünsche euch was, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Dranbleiben und wir sehen uns beim nächsten Mal oder auf der Toyplosion. Bis dann. Gute.